wildromantische Steilküsten. Die weltberühmten Sanddünen von Maspalomas. Die Kanaren zählen zu den Lieblingsinseln der Deutschen. Kein Terror, keine Unruhen. Millionen Touristen verbringen hier ihren Urlaub in den zahllosen Hotels. Vor allem eines lockt: Sommer zu jeder Jahreszeit. Zu Hause ist ganz grausam und hier ist eine Wettergarantie, was wir in Deutschland ja leider nicht haben. Und das ist die Wellen, das Meer, alles toll. Weniger toll ist es gleich hinter den Traumstränden. Armut, Arbeitslosigkeit. Menschen, die im Müll nach Essen suchen. Die Kanaren gehören zu den ärmsten Regionen Europas. Lange Schlangen vor der Tafel auf Teneriffa, wo Lebensmittel verteilt werden. Benjamin Barba, der Pastor, versucht, die schlimmste Not zu lindern. Die Familien, die hierher kommen, haben nicht genug Geld, um Strom, Wasser, die Wohnung, das Essen oder ihre Kleidung zu bezahlen. Sie haben einfach nicht genug Geld, um bis ans Ende des Monats zu kommen. Warum sind die Menschen hier so arm? Trotz der vielen Touristen, die doch eigentlich Geld bringen. Erste Station unserer Reise zu den Kanarischen Inseln ist Gran Canaria. Jetzt im Winter fast ausgebucht. Die Playa des Inglés, ganz im Süden der Insel, ist seit Jahrzehnten fest in deutscher Hand. Massentourismus. Gleich hinter dem Strand die üblichen Touristenläden. Wie an vielen Urlaubsorten. Warum also ausgerechnet Gran Canaria? Man steht auf mit ganz anderer Laune und ich muss sagen, alles, was hierher kommt, ist bestens gelaunt. Meistens sogar zweimal im Jahr, einmal November, Dezember und April, Mai, machen wir meistens 3 Wochen Urlaub und sind da immer im gleichen Hotel. Kommt man da auch in Kontakt mit den Einheimischen hier, wenn man so lange da ist? Einheimische hier in dem Playa de Inglés sind ja meistens nur Touristen. Und ja, man hat sehr einen großen Bekanntenkreis hier, wenn man jahrelang hierher fährt. Einheimische weniger. Las Palmas, die Hauptstadt von Gran Canaria. Hier könnte man sie treffen, die Einheimischen. In den Barrios, den armen Vierteln, in Sichtweite zur malerischen Innenstadt. Zu verkaufen steht an den Häusern. 45% der Menschen hier sind arm oder von Armut bedroht. Der Leiter des Sozialamtes von Las Palmas zeigt uns die Armenviertel. Auf den Kanaren boomt der Tourismus in den letzten Jahren, sagt Jacinto Ortega del Rosario. In Europa sind wir heute Reiseland Nummer 1. Aber gleichzeitig wächst die Kluft zwischen Arm und Reich hier. Im letzten EU-Bericht über die ärmsten Länder Europas war Spanien auf dem 3. Platz. Und von den Regionen Spaniens sind die Kanarischen Inseln am schwersten von Armut betroffen. Das ist wirklich dramatisch. Der Sozialamtsleiter bringt uns zu diesem Nachbarschaftszentrum, das eine Bürgerinitiative betreibt. Nachhilfeunterricht für die Kinder aus dem Viertel. Die Hoffnung, dass es ihnen mal besser gehen wird als ihren Eltern. Dass sie eine Ausbildung machen. Dass sie vielleicht einen Job finden werden. Für Ortega del Rosario ist es wichtig, dass wir das hier sehen. Die andere Seite Gran Canarias. Die Armenviertel. Der Tourismus bietet einfach nicht genügend Arbeitsplätze für die Menschen hier. Einige Querstraßen weiter besuchen wir ein anderes Sozialzentrum, finanziert durch Spenden. Die Jugendlichen, die hierher kommen, sind arbeitslos. Wie fast die Hälfte aller Einwohner unter 25 Jahren auf den Kanaren.
In dieser Klasse lernen sie die Grundlagen des Friseurhandwerks. Vielleicht, so hoffen sie, hilft das bei einer späteren Bewerbung. Bevor ich jetzt Friseurin lerne, habe ich als Kellnerin gearbeitet und im Supermarkt, sagt Samara. Ich habe Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt aber auch Jugendliche hier, die noch nie eine Arbeit gefunden haben, selbst wenn sie eine Ausbildung haben. Mein Viertel besteht nur aus Sozialwohnungen, ergänzt Gregorio. Hier hat man die Leute hineingestopft, Gebäude gebaut, die 12 Stockwerke hoch sind. Hier gab es keine Stadtentwicklung. Hier hat sich niemand die Mühe gemacht, für ein Gemeinschaftsgefühl zu sorgen. Man hat Leute mit allen möglichen Problemen hier reingesetzt. Und daher fehlen uns gemeinsame Werte. Auf einen Arbeitsplatz, etwa im Tourismus, hoffen sie alle, die Jugendlichen aus dem armen Viertel. Gleich nebenan Bewerbungstraining. Die Sozialarbeiter sprechen gezielt die Hoteliers an, wollen die Jugendlichen aus dem Viertel unterbringen. Es ist schwierig, nicht weil die Tourismusunternehmen keine Jobs hätten, sondern weil es keine Arbeitsverträge mit guten Bedingungen gibt, sagt die Sozialarbeiterin Christina Poso. Viele Menschen bekommen zwar einen Vertrag, aber nur zu sehr schlechten Bedingungen. Ich finde, es ist schlimmer, ein armer Arbeitnehmer zu sein, als ein armer Arbeitsloser. In der Hotellerie gibt es viel Arbeit, aber die Bedingungen sind katastrophal. Allein schon die extrem langen Arbeitstage. Sind die Arbeitsbedingungen in den vielen Hotels wirklich so schlimm? Und der Verdienst so niedrig? Auf unserer Reise wollen wir das herausfinden. Nächste Station ist Lanzarote, die karge Insel mit ihren erloschenen Vulkanen und den Lavastränden. Der Timanfaya Nationalpark, 51 Quadratkilometer groß. Die Touristenattraktion auf der Insel. Von 1730 bis 1736 brachen hier die Vulkane aus. Die ungeheuren Lavamengen zerstörten zahlreiche Dörfer. Zurück blieb eine bizarre Mondlandschaft. Heute besuchen Touristen den Nationalpark. Nach dem Kameltrek geht es zurück in das Hotel. Auch die großen deutschen Reiseveranstalter sind hier bestens vertreten. Doch was haben die Einheimischen auf Lanzarote von den Touristen? Das Esperia Hotel in Puerto Calero. Ein 5-Sterne-Luxushotel. Hier gibt es geregelte Arbeitszeiten. Hier zahlt man den Tariflohn von rund 1.200 Euro. Wer einen Arbeitsplatz wie diesen findet, hat Glück gehabt. Geht mal zu den kleineren Hotels und fragt dort, gibt man uns mit auf den Weg. Am Strand nebenan sind wir mit Zimmermädchen verabredet, die in solchen Hotels arbeiten. Sie wollen nicht länger schweigen, haben sich zu einer Association zusammengeschlossen. Sie alle arbeiten bis zu 12 Stunden am Tag für einen Lohn, der kaum zum Leben reicht. Uns tun die Knie weh, die Füße, die Arme, die Schultern, der Rücken, sagt Miriam. Aber das Schlimmste sind die psychischen Probleme. Ich habe im Moment Angstzustände und Bulimie als Folge der Arbeit.
und nehme sehr starke Medikamente gegen den Stress und die Ängste. Alle Zimmermädchen haben Probleme, alle, ergänzt ihre Freundin Luisa. Höchstens diejenigen, die gerade in diesem harten Job angefangen haben, haben noch keine, aber alle anderen schon. Ich arbeite seit 16 Jahren als Zimmermädchen und mir geht's immer schlechter. Ich habe Rückenschmerzen, Muskelprobleme, Arthrose und Osteoporose. Immer mehr junge Frauen kommen zu unserem Treffpunkt am Strand, erzählen von ihrem Alltag in den Touristenhotels. Wer nicht mehr arbeiten kann, fliegt raus. Arbeitskräfte gibt es ja genug. Sie haben uns entlassen, weil wir schwanger geworden sind, sagt Wendy. Wird eine schwanger, wird sie entlassen. Und ihre Kollegin Pilar ergänzt, das ist üblich, weil wir eine Last sind. Schwangere sind für ein Hotel eine Belastung, weil wir aufhören müssen zu arbeiten, wenn wir im vierten oder fünften Monat sind. Dann beginnt für die Zimmermädchen der Mutterschutz. Und das heißt, wir kosten das Hotel einige tausend Euro in der ganzen Zeit, in der wir nicht arbeiten. Deshalb ist es die Regel, dass sie uns entlassen. Arbeitsalltag auf Lanzarote. Die ständige Angst, entlassen zu werden. Doch das ist noch nicht mal das Schlimmste. Wohnen ist das Hauptproblem für die meisten hier. In Arrecife, der Inselhauptstadt, gibt es genug Wohnungen. Aber eben nicht für die Einheimischen. Wir treffen die Kommunalpolitikerin Leticia Padilla, die das Problem seit Jahren kennt. Das hier, das ist eine der ärmsten Gegenden von Arrecife, sagt sie. Weil hier so viele Wohnungen fehlen, wohnen Leute sogar in diesem Abbruchviertel. In den letzten Jahren sind die Mieten in Arrecife stark gestiegen. Das hängt mit dem Touristenboom zusammen. Wenn jemand 900 Euro verdient und sein Vermieter die Miete zum Beispiel auf 600 erhöht, dann hat er überhaupt keine Wahl. Er muss gehen. Manche Leute besetzen leerstehende Wohnungen ohne Strom und Wasser, manchmal sogar mit minderjährigen Kindern. Oder sie leben am Strand oder in ihrem Auto. Ich kenne viele Familien, die in ihren Autos schlafen. Sie geben die Kinder zu den Großeltern, die eine kleine Wohnung haben, und sie selbst schlafen auf dem Parkplatz im Auto. In diesen Häusern wohnen längst schon keine Einheimischen mehr, so Leticia Padilla. Schick renoviert warten sie auf Touristen, werden als Ferienwohnungen vermietet. Wohnung für Wohnung verdrängt der Tourismus die Inselbevölkerung. Hier gibt es verschiedene Seiten von Wohnungsanbietern. Der größte heißt Idealista. Im Moment sind 9 Wohnungen zu vermieten. Nun sucht Leticia Padilla Ferienwohnungen, die ausschließlich an Touristen vermietet werden, ebenfalls in Arrecife. Schnell wird sie fündig. Hier sind insgesamt 300 Wohnungen sofort zu haben. Eine dieser Wohnungen schauen wir uns an. Gemietet haben wir sie zu diesem Zweck von einem kommerziellen Vermieter. Wohnzimmer, ein geräumiges Schlafzimmer. Und eine gut ausgestattete Küche. 60 Euro kostet die Wohnung pro Tag. Ein Schnäppchen für Touristen und unbezahlbar für die Einheimischen. Das Problem ist, es gibt überhaupt keine Wohnungen mehr, die langfristig vermietet werden. Es gibt sie einfach nicht. Die Besitzer wollen lieber mehr Geld verdienen, indem sie pro Tag vermieten, anstatt pro Monat. Das ist eigentlich logisch und ihr gutes Recht. Nach so vielen Krisenjahren, in denen es den Leuten wirklich sehr schlecht ging, haben sie jetzt die Chance, vom Tourismus ein wenig zu profitieren. Das Problem ist, dass es keine Kontrolle gibt. Keine Kontrolle der Qualität, keine Kontrolle der Mietpreise. Anderswo in Spanien dürfen Privatwohnungen nur begrenzt an Touristen vermietet werden, nicht so auf den Kanaren. Und so haben die Einheimischen, die Zimmermädchen etwa, das Nachsehen.
Also schauen Sie, ich suche schon seit einer ganzen Weile, sagt Noemi. Momentan bieten sie mir eine Wohnung für 800 Euro an. 800, das ist zu viel. Ich verdiene nur 1.300. Aber wo soll ich bleiben? Natürlich bin ich wütend, weil alle Wohnungen, die im Moment frei sind, letztlich Ferienwohnungen sind, ergänzt Miriam. Und wir, die wir hier arbeiten, wissen nicht, wo wir wohnen sollen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der vor ein paar Tagen in seine Heimat nach Sevilla zurückgehen musste. Er hat einfach keine Wohnung gefunden. Die eigentlich gute Idee, bei den Einheimischen eine Ferienwohnung zu mieten und ihnen durch den Besuch auf der Insel ein Einkommen zu verschaffen, nicht nur auf Lanzarote, hat sie sich ins Gegenteil verkehrt. Nächste Station unserer Reise auf die Kanaren ist Teneriffa, der Urlaubsklassiker der Deutschen. Auf Teneriffa locken die weiten Strände, die Wälder und der höchste Berg Spaniens, der Teide. Mehr als 3.700 Meter erhebt er sich über den Meeresspiegel. Ein erloschener Vulkan, umgeben von einem Hochplateau mit bizarren Lavaformen. Auch das ist Teneriffa. Massentourismus pur. Hotel reiht sich an Hotel. Viele neu gebaut. Wie Gran Canaria ist auch Teneriffa im Winter fast ausgebucht. Der Inselurlaub ist nicht allzu teuer. Billige Flugpreise und einfache Hotels locken Urlauber, die früher vielleicht in Länder wie die Türkei gefahren wären. Am Strand sehen wir Flüchtlinge aus dem nahen Afrika, die hier illegal leben, irgendwie durchkommen. Ein gewohntes Bild, seit Jahrzehnten schon. €20 kostet diese Rolex-Uhr. Garantiert echt, natürlich. Macht er gute Geschäfte? Ja, läuft gut. Dort unbeschwerter Urlaub. Und hier, hinter dem Strand, unter dieser Brücke, leben Obdachlose. Arm und reich sind auf Teneriffa nahe beieinander. In dieser Kirche kümmert man sich um die Ärmsten auf der Insel. Hier werden Lebensmittel ausgegeben für Menschen, die hungern. Früher waren sie der Mittelstand, heute haben sie nichts mehr. Viele schämen sich für ihre Armut, sagt Benjamin Barba, der Pastor. Bei der Essensausgabe sollen wir sie nicht filmen. Die meisten, die kommen, sind Familien. Wir versorgen an die 700 Familien, also rund 2.100 Menschen. Meist leben ja drei Personen in einer Familie. Personas por familia. Entonces tenemos muchas familias, unidades familiares. Es kommen auch Einzelpersonen, aber die sind in der Minderheit. Die meisten sind Familien. La mayoría son familias de dos, de tres. Eine weitere wichtige Gruppe, das sind alleinstehende Mütter, die ein oder auch zwei Kinder haben. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die traurigerweise ständig wächst. Und das sind die Rentner. Menschen, die nicht über genug Geld verfügen, die nicht mit ihrer Rente auskommen, die oft zum Essen zu ihren Kindern oder Enkeln gehen, weil es bei ihnen selbst nicht reicht. Nicht nur an diesem Nachmittag herrscht Hochbetrieb in der Ausgabestelle.
Pro Monat bekommt jeder Bedürftige einen Karton mit Nahrungsmitteln. Das muss reichen. Una pregunta. Glaubt ihr, dass eine Familie mit drei Personen davon leben kann? So die rhetorische Frage. Wenn wir über Armut reden, dann reden wir darüber, dass diese Familien finanziell nicht genug haben, um das Licht, das Wasser, die Wohnung, das Essen oder ihre Kleidung zu bezahlen. Sie haben nicht genug Geld, um bis ans Ende des Monats zu kommen. Gegen Abend ist fast alles verteilt. Zwei der Menschen, die auf die Lebensmittel angewiesen sind, wollen doch noch mit uns sprechen. Nicht in der Öffentlichkeit, aber im Büro des Pastors. Rosi ist alleinerziehende Mutter und arbeitet als Putzfrau. Luis jobbt gelegentlich als Ausfahrer. Am Ende des Monats habe ich gar nichts mehr oder vielleicht ein, zwei Euro übrig, je nachdem, wie der Monat gelaufen ist. Es gibt Monate, da muss ich das ein oder andere Buch für die Kinder kaufen. Ich habe drei. Oder Schuhe oder sowas und dann ist einfach gar nichts mehr übrig. In meinem Fall ist es fast immer so, dass mir andere was geben. Es gibt Leute, die Kleidung weggeben oder Schuhe. Und das hilft mir, weil ich Bekannte habe und Kontakte zu Freundinnen oder Familienmitgliedern, die um meine Situation wissen und die mir helfen. Früher bin ich manchmal ausgegangen, bin ich manchmal ins Restaurant gegangen. Da konntest du dir mal eine Reise leisten. Davon ist nichts übrig geblieben. Nichts davon ist mehr möglich. Aber es geht trotzdem weiter. Du machst trotzdem weiter. Die Wahrheit ist, dass ich manchmal am Ende des Monats schon meinen Lieferwagen stehen lassen muss, mein Auto nicht mehr benutzen kann, weil ich kein Geld für den Sprit mehr habe. Dann warte ich, dass wieder Geld kommt und dann geht es weiter. Es gibt viele Familien, denen es so geht wie mir und auch einige, denen es noch schlechter geht. Ich bin gewissermaßen noch eine von den Privilegierten. Alltag in Santa Cruz, der Hauptstadt von Teneriffa. Alltag gleich neben der Welt der Luxushotels. Wer hier Arbeit findet, hat Glück gehabt. Doch viele Zimmermädchen bekommen nur 600 bis 800 Euro pro Monat, weiß Gladys Medina von der Hotelgewerkschaft auf Teneriffa. Ich sehe, dass nicht nur die Anzahl der Touristen steigt, sondern dass sie auch mehr Geld auf der Insel lassen. Aber das spiegelt sich überhaupt nicht im Lohnniveau oder in den Arbeitsbedingungen wider. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer mehr Verträge für 6 oder gar nur für 4 Stunden Arbeit, also Teilzeitarbeit. Das ist doch paradox. Die Unternehmer verdienen immer mehr Geld auf Kosten der Arbeitnehmer, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben müssen. Der Tourismus auf den Kanaren boomt. Doch bei den Menschen kommt davon nur wenig an. Warum ist das so? Wir verabreden uns mit einem Hotelbesitzer. Jorge Marichal lädt uns ein auf seine Baustelle. Das neue Luxushotel soll bald fertig sein. Hier wird es neue Arbeitsplätze geben, aber auch nur zum Billiglohn. Der Tourismus spielt nicht nur hier. Das ist ein globaler Markt. Wir müssen mit Leuten in der Türkei konkurrieren. Die bekommen 300, 400 Dollar pro Monat. Und wir sollen viermal so viel zahlen? Wir müssen mit denen konkurrieren. Wenn sie in Deutschland entscheiden, wohin sie reisen, dann schauen sie auf den Preis. Wachstum im Tourismus gäbe es nur bei günstigen Preisen. Deshalb müssten die Löhne niedrig bleiben. Maybe people don't think about
Die Urlauber denken am Ende nicht an die Menschen hier oder an die Menschen in der Karibik oder die in Malaysia oder die in Indien, die nur $200 im Monat bekommen, keinen Urlaub haben, keine Krankenversicherung. Wir müssen mit diesen Ländern konkurrieren. Urlaub auf Teneriffa. Immer neue Hotels und Apartmentanlagen wurden in den letzten Jahren gebaut. Gerade bei den Deutschen ist die Insel beliebt. Das merkt auch Sonja Schmitz, die Immobilienmaklerin. Boomt das Geschäft? Ja, es fängt wieder seit 2015, würde ich sagen, läuft es sehr, sehr gut. Also wir merken das auf jeden Fall, gerade seit 2 Jahren, seit die Maghreb-Staaten weggefallen, was den Tourismus angeht, Türkei, kommen viel mehr Deutsche hierher, die auch viel mehr wieder anfangen, Ferienwohnungen hier zu kaufen. Hunderttausende für ein Apartment. Eine 500.000 für ein Haus. Preise, die sich die Einheimischen ganz bestimmt nicht leisten können. Am nächsten Tag besuchen wir das Bergdorf Masca im Nordwesten von Teneriffa. Auch hier kaufen besonders betuchte Ausländer, auch die Deutschen, gerne. Schließlich ist Masca eine Touristenattraktion. 100.000 besuchen den Ort jedes Jahr. Von knapp 700 Metern Höhe führt die mit wildromantischen Ausblicken gespickte Masca-Schlucht hinunter zum Atlantik. Zurück in der Inselhauptstadt Santa Cruz. Wie auf Lanzarote, so wächst auch auf Teneriffa die Wohnungsnot. Tausende suchen eine bezahlbare Wohnung. Vor allem Menschen, die vom Mindestlohn leben müssen, erzählt Luis, unser Taxifahrer. Der Mindestlohn liegt hier bei rund 600 Euro. Für eine Familie reicht das nicht. Davon kann man nicht leben. Also müssen die Menschen 2 Jobs machen. Viele Leute, die eine Hypothek haben, die können mit 600 Euro diese nicht abbezahlen. Neben Wasser, Strom, dem Essen, der Schule, den Büchern, den Gebühren. Das ist unmöglich. Das geht mit 600 Euro nicht. Früher, so sagt er, lief das Taxigeschäft besser. Viele Touristen, auch die Passagiere der großen Kreuzfahrtschiffe, unternahmen ihre Ausflüge mit dem Taxi. Heute machen Reiseveranstalter das Geschäft. An Bord wird der Ausflug gebucht. Per Bus geht's dann an den Teide. Ein Muss für jeden Kreuzfahrer. Das Geschäft mit den Touristen würde er gerne auch machen, sagt Luis, der Taxifahrer. Doch für ihn und seine Kollegen ist der Hafen neuerdings Sperrzone. Wir verdienen weniger, weil die Touristen die Ausflüge mit den Bussen machen, die zu den Kreuzfahrtunternehmen gehören. Auch wenn die teurer sind als wir. Da kostet ein Ausflug zum Teide beispielsweise 90 Euro. Bei uns geht es nach dem Taxameter. Das sind dann 35 Euro pro Person, wenn das Auto voll ist. Aber wir dürfen nicht mehr wie früher in den Hafen fahren, wenn die Schiffe da sind. Die Unternehmen erlauben das nicht. So machen die Busunternehmer, die für die Touristikkonzerne fahren, das Geschäft. Und die Einheimischen bleiben außen vor. Am Abend dann geht es weiter auf der Kreuzfahrtroute, weiter in Richtung La Gomera. La Gomera ist die zweitkleinste Insel der Kanaren. Früher ein Geheimtipp. Doch seit die Kreuzfahrtriesen die Insel anlaufen,
herrscht auch hier der Massentourismus. Nach dem Frühstück auf dem Schiff geht es zum obligatorischen Stadtrundgang. Dann Mittagessen wieder auf dem Schiff. Und am Nachmittag wieder ein Ausflug. So das übliche Programm. Was ist das Besondere, wenn man eine Kreuzfahrt macht? Ja, so ein bisschen, dass man eigentlich jeden Tag irgendwo anders da aufwacht. Dass man ganz viele Eindrücke hat. Dass man einfach immer irgendwie einschläft und am nächsten Tag ganz woanders da ist, ja. Einfach jeden Tag woanders aufwachen, die Sonne genießen, es ist einfach herrlich. Und es ist wie so kleiner Luxus pur, ja. Wie ist denn Ihr Eindruck von La Gomera? Also der erste Eindruck war bis jetzt ganz gut. Viel grüner wie die anderen Inseln, so was man bis jetzt gesehen hat. Ja, kleine, schöne, goldische Stadt. Und jetzt heute Mittag machen wir noch einen Ausflug. Wo geht's denn hin? Hoch in den Norden so ein bisschen da. Eine kleine Inselrundfahrt haben wir gebucht übers Schiff. Wo genau, wissen wir noch gar nicht. Natürlich ist die Inselrundfahrt perfekt organisiert. Und natürlich verdient auch auf La Gomera kaum ein Taxifahrer am Geschäft mit den Besuchern. Dabei müssten die nur den Hafen verlassen. Billige Taxis gibt es genug. Viel Zeit bleibt nicht für die landschaftlichen Schönheiten von La Gomera. Der Nationalpark Garachonay ist seit 1986 als Weltnaturerbe von der UNESCO geschützt. Die Flechten- und Lorbeerwälder sind das Wahrzeichen der Insel. Und dann ist der Inselausflug auch schon vorbei. Noch eine kurze Pause, bevor es wieder auf das Schiff geht. Was haben Sie denn gesehen alles schon? Den Nationalpark mit den Flechtenwäldern, den großen Hirse, Rotredos, dem großen Berg da, was sind die hier? Kriegt man da viel mit von der Insel, weil es ist ja nur ein paar Stunden da dann auf so einer Kreuzfahrt? Nein, es ist eigentlich sehr informativ, mit einem super Information halt vom Reiseleiter, der erklärt alles, bleibt da stehen, bei den Ausblicken kann fotografieren. Am Abend verlässt das Kreuzfahrtschiff den Hafen wieder. Auf zur nächsten Insel. Geld haben die Touristen kaum dagelassen. Auf La Gomera. Und das ist das Problem. Keine Arbeit, keine Verdienstmöglichkeiten. Die jungen Leute ziehen weg und die Insel stirbt aus. Ruben Martinez Carmona, Lehrer auf der Insel, hat uns mitgenommen in das kleine Dorf Erquitos. Vor kurzem ist der letzte Dorfbewohner gestorben. Die meisten der Häuser stehen schon seit Jahren leer. Dörfer wie Erquitos gibt es viele im Landesinneren. La Gomera ist die Insel mit dem höchsten Anteil an älteren Menschen. Fast 50% der Bevölkerung ist über 50 Jahre alt. La Gomera hat viele Schwierigkeiten, die Zukunft anzugehen, weil es keine jungen Menschen gibt. Das ist ein sehr reales Problem hier auf der Insel. Hier war mal ein Bauernhof. Ein
Die Dorfbäckerei. Der Laden. Wir wollen auf La Gomera Qualitätstourismus. Kein Tourismus, bei dem die Menschen nur für einen Tag kommen. Ein Tourismus, der die Insel verantwortungsvoll nutzt, der die hier angebauten Lebensmittel konsumiert und der uns hilft, unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Ruben Martinez Carmona, der Lehrer, nimmt uns mit zu Freunden, die im Dorf Ermigua eine kleine Finca bewirtschaften. José ist stolz auf seinen Gemüsegarten. Er hat lange nach einem Job auf La Gomera gesucht und nichts gefunden. Doch seine Heimat verlassen, irgendwo anders arbeiten, das wollte er nicht. Ab und an hat er Gelegenheitsjobs und ansonsten den Garten. Hier, so sagt er, baut er alles Gemüse an, das er braucht. Man kann davon leben, wenn man für den Eigenbedarf anbaut. Von dem Geld zu leben, das durch den Verkauf reinkommen würde, das ist schwierig. Man müsste sich sehr einschränken. Du kannst von der Landwirtschaft leben, wenn du die Produkte selber nutzt, wenn du das isst, was du anbaust, so wie die Menschen es früher gemacht haben. Die meisten seiner Freunde, sagt José, leben längst nicht mehr auf der Insel, haben irgendwo studiert oder eine Ausbildung gemacht. Wenn die jungen Leute erstmal nach Teneriffa oder auf andere Inseln oder aufs Festland gehen, dann kommen sie danach nicht wieder hierhin zurück, weil es hier keine Perspektiven für die Zukunft gibt. Es gibt keine Jobs, es gibt keine Orte, wo diejenigen, die was gelernt haben, Arbeit finden könnten. Weil die Aussichten hier schlecht sind, bleiben sie auf den anderen Inseln oder in Spanien. Luis' Freundin Estefania teilt mit ihm das Leben auf der Finca. Sie ärgert sich darüber, dass es keine Unterstützung für junge Leute gibt, die sich etwas aufbauen wollen. Ich glaube, dass es schwierig ist, weil sie uns keine Chance geben. Wir haben hier einfach keine Möglichkeiten. Das, was uns angeboten wird, ist immer die Straßen zu fegen oder irgendwo zu putzen. Nicht unser eigenes Geschäft aufzubauen. Das heißt, die Leute, die was gelernt haben, die gehen nach Teneriffa oder auf andere Inseln. Hier gibt es keine Arbeit für viele der jungen Leute. Zusammen gehen wir runter ins Dorf. Vorbei an den Bananenplantagen der anderen Bauern in Ermigua. Die, immerhin, werden von der EU subventioniert. Und auch sonst fließt Geld aus Europa auf die Insel. Allerdings nicht, um Jobs für die Einheimischen zu schaffen. Mit EU-Geldern wurde etwa dieses Hallenbad gebaut. Ein besonders absurdes Beispiel, das uns Ruben Martinez Carmona zeigen will. Ein beheiztes Hallenbad direkt am Meer, in einer Region, wo immer Sommer ist. Gerade mal eine Woche war es in Betrieb. Die Gemeinde konnte die Stromkosten nicht bezahlen. Das System ist immer das Gleiche. Die Bauunternehmen verdienen daran. Das wiederholt sich immer wieder. Öffentliche Investitionen zugunsten von Unternehmen, die Gebäude errichten, die dann ungenutzt bleiben. Dann gibt es neue Investitionen für das gleiche Gebäude, um es wieder nutzbar zu machen. Für den Bau hier hat man bisher 4 Millionen verschwendet. Und das wird erst der Anfang sein. Die Bauruine von Ermigua. Geschichten wie diese gibt es viele auf den Kanaren. Zurück auf Gran Canaria, dem Ausgangspunkt unserer Reise. Zurück an der Playa des Ingles, dem Zentrum des Massentourismus auf der Insel.
Erneut fahren wir durch die Armenviertel, immer weiter ins Innere der Insel. Eine ganz besondere Initiative wollen wir besuchen, die vielen Menschen auf Gran Canaria Hoffnung gibt. Die Menschen, die hier auf dem Feld arbeiten, zählen zu den Ärmsten der Insel, waren früher obdachlos. Die Stiftung Obra Social gibt ihnen Arbeit, ein Dach über dem Kopf. Ein Drittel der Kosten dafür trägt der Staat. Der Rest finanziert sich durch Spenden. Es ist furchtbar, es ist wirklich schlimm, was ich mitgemacht habe, erinnert er sich an die Zeit auf der Straße. Sein Freund Abdelaziz wurde arbeitslos, verlor seine Wohnung. Auch er hat lange auf der Straße gelebt. Seine Bilanz ist bitter. Wir sind nur Menschen zweiter Klasse. Wir sind nur Arbeiter. Und wenn wir nichts mehr verdienen, weil wir keine Arbeit mehr haben, landen wir in einem Zentrum wie diesem hier. Im Dorf nebenan leben Menschen, denen die Obdachlosigkeit schon bald drohen könnte. Sie haben sich verschuldet, haben ihre Häuser renoviert. Jetzt können sie die Kredite nicht mehr bezahlen. Die Zwangsräumung droht. Daran haben die Banken Interesse, denn der Bedarf an Wohnungen ist riesig. Vor allem durch die Touristen, die mehr Geld bringen als einheimische Mieter. Die Leute hier haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen. Gemeinsam studieren sie die Kreditverträge, helfen einander, reden mit Anwälten, suchen einen Ausweg. Es sind tausende Menschen, die vor der Zwangsräumung stehen, sagt José Hernández, ihr Sprecher. Praktisch jeder, der hier eine Hypothek hat, hat Probleme. Die Löhne sind extrem niedrig. Wir sprechen heute von armen Arbeitern, weil der Lohn für die Hypothek nicht reicht. Aber für die Miete auch nicht, denn auch die ist sehr hoch. José Hernández fürchtet, dass sich die sozialen Probleme auf den Kanaren in den nächsten Jahren noch zuspitzen werden. Dass es noch mehr Armut geben wird. Der Tourismus jedenfalls hat den Einwohnern der malerischen Inseln nur wenig gebracht. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen in den Hotels wären ein Anfang. Das hören wir überall. Aber dann würde der Urlaub für uns alle wohl teurer.